Teniskugel. Im verbotenen Trakt wird mir diese Verkleidung nicht helfen. Sie sind am Tag des Ausbruchs von Corvo Atano nicht zum Dienst erschienen. Wegen grober Dienstpflichtverletzung und des begründeten Verdachts auf Verrat. Jetzt versuchen wir es nochmal, sie zu retten. Sie hiermit zum Tode. Warten zu mir! Stirb! Bam! Alle drei gerettet. Tatsächlich alle drei gerettet. So habe ich mir das vorgestellt. Und es wurde keiner von ihnen umgebracht. Nicht mal der Typ. Können wir den nicht... Ja, schön und gut, dass das... hier verschwert ist. Scheinbar hätte er auch sterben sollen, keine Ahnung. Jetzt haben wir beide gerettet. Können wir auch mit beiden reden? Oder ist es eigentlich nur gedacht, dass wir einen retten? Ja, scheinbar ist es wirklich eigentlich so gedacht gewesen, dass beide sterben und wir nur einen retten können. Das haben wir alle drei gerettet. Warum haben sie mich gerettet? Das weiß ich auch nicht. Ich suche Elizabeth Scride, eine Gefangene. Können wir nicht überspringen? Kopf einer Bande in Draper's Ward. Wollen wir aber nochmal genau ja, zu. War nicht zu überhören. Abschnitt D, Zelle D24. Hat gekämpft wie eine Wildkatze. Sie können auch im Verzeichnis in der Wachstation zwischen Abschnitt C und D nachsehen. So, jetzt haben wir ein paar neue Hinweise natürlich gefunden. So, 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 so. Jetzt sammeln wir noch mal kurz das hier ein. Das ist noch ein Artefakt. Beuteljäger. Ah, Kabelwerkzeug, sehr schön. Beuteljäger, was ist das? Was bringt uns das? Ist die Frage. Beuteljäger, du findest größere Munitionsvorräte. Brauchen wir nicht Munitionsvorräte. Ist schön und gut, aber... Er ist nicht so das Highlight. Ach man. Ist doof. Ich bin gerade noch ein bisschen so in der Steuerung von Bloodborne. Und da ist es mit dem Rennen auf Kreis gedrückt halten. Hier ist es ja mit dem Analogstick. Deswegen ein wenig umständlicher. Oder anders. Sagen wir es mal so. Ich hoffe natürlich, dass hier keiner hinkommt und nachschaut, was hier los ist. Wir hätten hier scheinbar auf mehrere Arten und Weisen überhaupt hier hinkommen können. Wir hätten auch scheinbar, so wie es aussieht, für die Leute, die es anders spielen wollen, die wären, glaube ich, natürlich... Ah, verdammt. Wir kommen hier nochmal hoch. Man hätte auch hier dann einsteigen können, wenn man jetzt die Verkleidung sich nicht ausgewählt hätte. Nehme ich mal schwer an, zumindest. So, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Weiß nicht, warum wir die eine Wache nicht dahin bringen können. Mit der machen wir es auf jeden Fall. Verstecken wir den. Da hat jemand mal voll gepatzt bei der... Naja. Ach, jetzt ist... Ich bin gerade irritiert. Und warum ist er da hingelaufen, der Idiot? Jetzt können wir nehmen. Beeilen wir uns mal mit dem. Warum ist er da hingelaufen? Der will uns verraten. Ihn doch umbringen lassen sollen. Egal. Beutel und die Kanalisation von Dunwall, Auszug aus einem historischen Abhandlung über die Architektur von Dunwall. Viele Generationen lang erfüllte die Aquädukte und Tunnel unter Dunwalls Oberfläche eine Reihe von Aufgaben. In den frühesten Tagen der Stadtgeschichte diente zahlreiche Primärkanäle zu Hochwasserzeiten der Ableitung des Flusswassers. Eine Weile pflegten wohlhabende Edelleute unterirdische Wasserstraßen im Auftrag zu geben, mit denen sie ihre Anwesen von... Ich glaube, das haben wir auch schon mal gelesen. Wer das doch nochmal lesen möchte, kann es gerne hier nochmal zu Genüge tun. Wie gesagt, wir brauchen es an sich nicht mehr lesen, weil wir es ja schon haben. So, hier sehen wir auch keine offenen Fenster, deswegen gehen wir wieder zurück. Ich weiß, wir haben ein Outfit. Wir müssen uns eigentlich keine Gedanken oder Sorgen machen. Trotzdem. Ja, du Idiot, hast es selbst zu verantworten gehabt. Damit hat dich gezwungen, dahin zu gehen. Sie suchen das Verhörzimmer.
Dort ist es passiert. Auf diese Maske fällt ein Blitzpfeiler nicht rein. Ha! Sehen Sie mich nicht so an. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Gehen Sie jetzt also Sie sagen auch immer dasselbe. Ich frag mich, ob der uns bemerkt, wenn wir so rum uns umschauen. Die Leiche werde ich dann auch entsorgen. Hier ist aber scheinbar niemand. Hallo, ich habe nur diese Macht. Ich darf doch auch mein Schwert jetzt hier nicht. Lalala. Voll auf die... Alter. Ist voll durch die Bedienungskonsole gefallen. Hier haben wir ein Mikrofon und ein Verzeichnisnachträge. Bitte gehen Sie beim Vermerken von Verlegungen besonders sorgfältig vor. Auch kurzfristige Verlegungen von Gefangenen von einer Zelle in eine andere sind unbedingt im Verzeichnis festzuhalten. Das Verzeichnis muss jederzeit im Wachraum zwischen Abschnitt C und D zugänglich sein. Das wissen wir aber schon, das haben wir nämlich selber schon mitbekommen. So, geradezu zum Verhörzimmer gehen. Dem Gefängnispersonal ist es machen wir. Bis der Repräsentant des Ordens bestätigt hat, dass es nicht durch ketzerische Verderbnis verunreinigt ist. So, den legen wir auch hier ab. Was ist los mit dir? Wir lassen drei Männer erschießen, obwohl keiner weiß, was wirklich passiert ist. Haben Sie es nicht getan? Hemrick war betrunken und hat einfach verschlafen. Morris hat vor der Kanalisation die Nerven verloren. Sie wussten von nichts. Sie mussten sterben, weil das Büro des Lordregenten es so wollte. Mussten sie nicht. Naja, bis auf der eine. Thorpe hat ihm den Schlüssel zugegeben. Ist schwach geworden. Was? Aber er wusste nicht von... Er ist gesagt. Glaub mir. Du hast Corvo trainieren sehen, oder? Als er den Schlüssel hatte, war er nicht aufzuhalten. Und wie er von der Brücke gesprungen ist... Wie hätte man das überhaupt verhindern sollen? Als wäre ihm alles egal. Oder als wäre er mehr als ein Mensch. Du meinst, er ist ein... Ein Superheld. Wir machen den ganzen Lärm ja nicht ohne Grund. Ich denke, da steckt mehr dahinter, als wir ahnen. Warum patrouilliert denn hier keiner? Ja, warum wohl? Im Gefängnis von Coldbridge gilt nach wie vor das Kriegsrecht. Wachen ist der Einsatz tödlicher Gewalt gegen unidentifizierte oder unautorisierte Personen. So, was können wir hier machen? Gar nichts. Ich sage ja nicht, dass es leicht wäre, aber ich könnte es tun, wenn die Zellen offen sind. Du und wie? Im ersten Ansturm erledige ich zwei, drei. So, ich muss mal ganz schnell paar Leute hier wegschaffen und dann die Tür schließen, glaube ich. Einfach nur, um sicher zu gehen. Was in aller Welt ist hier passiert? Ich war einen kurzen Moment nicht down, schon haben Ratten irgendwen aufgefressen? So. Es ist voll grausam. So, lassen wir den da liegen. Das Personal ist es untersagt, das Verhörzimmer zu betreten. Ja. Der Repräsentant des Ordens bestätigt hat, dass es nicht durch ketzerische Verderbnis verunreinigt. Hat das schon seinen Grund, warum wir das gerade jetzt die Leute hier ein bisschen aussortiert haben? Okay, da kommen wir auch noch ran. Da können wir das manipulieren, aber ich möchte es nicht manipulieren. Ich möchte es gerne ausschalten. Hallo, mein Freund. Sehen Sie mich nicht so an. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich weiß es auch nicht. Dreh dich mal um. Der Orden hat Sie nicht zum Nichtstun geschickt, Aufseher. Ist da jemand? Ach, das ist doch unfair. Die Ratten haben... Körperläuft radiales Interdiktionsgerät.
Gerät, Mist. Spider genannt, ist aus. Ja. Das hätte gar nicht passieren sollen dürfen. Das ist nur passiert, weil. Ich. Wo kommen hier überhaupt die Ratten her? Okay, ist egal. Ja, ich, ja. Coleridge, ja. Mhm. Schön. Gespräche von den Leuten lauschen, ja. Ich frag mich gerade sowieso, wie wir das bewerkstelligen sollen. Der Blitzpfeiler, was er überhaupt erstens für eine Reichweite hat. Seit Corvos Ausbruch werden die Zellentüren zentral verriegelt. Okay, kümmern wir uns einfach um die Leute da oben jetzt. Entschuldigung, ich glaube, das haben wir dann doch noch nicht gemacht. Upsala, Beutel. So, und jetzt können wir das noch schnell lesen. Ich glaube, denen passiert sowieso nichts. Wenn wir das hier gleich zumachen, passt das schon. Alle Zellen in Abschnitt B stehen ab sofort unter strenger Quarantäne. Aus Abschnitt B überführte Gefangene werden jederzeit auf Infektionsanzeichen untersucht. Aufseher, auf diese Maske fällt ein Blitzpfeiler nicht rein. Ich bin dabei. So, den nehmen wir mit, weil das Gespräch kennen wir ja eigentlich auch schon. Brauchen wir ja nicht zehnmal zu hören. Ich hoffe, dich werden die Ratten hier nicht fressen. So, da schließen wir mal das. Lesen uns das an. Ja, rede mal weiter. Lassen Sie mich raus! Lassen Sie mich hier raus! Der Justiziar, das wäre mal lustig. Ich dachte, dass es leicht wäre, aber ich könnte es tun, wenn die Zellen offen sind. Du? Und wie? Im ersten Ansturm erledige ich 2, 3, bevor sie die Schwerter ziehen können. Dann nehme ich die Pistolen. Ich kann gut schießen. Wie gut? Besser als die meisten hier. So viel ist sicher. Ich mag diese Unterhaltungen. Wenn ich bleibe, kann ich die anderen ausschalten. Wäre blutig, aber machbar. Tiefe. Denk doch mal nach. Beim ersten Anzeichen eines Kampfes bist du erledigt. Sobald der Alarm losgeht, hast du keine Chance mehr. Ich würde ruhig bleiben und mich langsam rausschleichen. Kein Grund zur Eile. Wie auch immer, ohne Glück geht's nicht. Und ohne Wahnsinn. Corvo müsste man sein. Jetzt reden sie auch schon darüber. Lustigerweise. Ja, den einen können wir auch noch relativ gut ausschalten, jetzt wo hier keine Ratten sind vor allem. Dem Gefängnispersonal ist es untersagt, das Verhör. Installationsbericht. Die arbeiten an den zusätzlichen Sicherheitsinstallationen an der Mauer des Hinrichtungsplatzes sind abgeschlossen. Am Haupttor wurde in den kommenden Tagen weitere Arbeiten durchgeführt. Alle Arbeiter sind dazu verpflichtet, während der Bauzeit einen Identitätsnachweis zu tragen. Hinrichtungsanweisung. Achtung, heute wird die Hinrichtung der für die Flucht des ehemaligen kaiserlichen Schutzherrn verantwortlichen Person fest fortgesetzt. Der Zutritt zum Hinrichtungsplatz ist auf weiteres untersagt und wir haben es trotzdem gemacht und die Leute gerettet. Alle Verzeichniseinträge müssen den Namen des Gefangenen und die für ihn in bestimmte Zelle enthalten. Das Verzeichnis befindet sich im Wachraum zwischen Abschnitt C und D. Das wissen wir, glaube ich, auch. Nicht durch ketzerische Verderbnis verunreinigt ist.
Hallo? Steck gerade fest. Wieso komme ich an dir, Schmalhans, hier gerade nicht vorbei? So, mein Freund. Ja, Huch, wenn der sich umgedreht hätte. Hätte ich eigentlich sofort gesehen. Ich mach das doch nur, damit die Ratten euch nicht fressen. So. Wie machen wir das mit den Blitzpfeilern? Ich glaube, da muss ich erstmal speichern, weil... um ganz ehrlich zu sein, da könnte jeder kleine Fehler tödlich enden. Ich weiß ja auch nicht, ob die Wache sagt, hey, was machst du da? Wäre ja eigentlich angebracht, wenn man da an irgendwelchen Gerätschaften hantiert. Ich weiß auch echt nicht, was die für eine Reichweite haben. Ach, der ist gar nicht an. Und ich hatte Angst vor dem Blitzpfeiler, der nicht an ist. Sie haben keine Erlaubnis, hier zu sein. Ich bin doch gar nicht hier. Du noch immer wegen des Würfelspiels? Du bist so ein Hitzkopf. Ich würde nur gerne wissen, weil wegen unserer Fähigkeit, ob wir den Typen jetzt hier erwürgen können oder nicht. Ah, das können wir ja nur im ersten oder zweiten Stufe. Ach, ich Idiot. Schon ganz vergessen. Sie kommen hier nicht durch. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich ist gesperrt. Weitergehen. Ja, ja. Okay. Alle Zellen in Abschnitt B. Ach, jetzt strenger Quarantäne. Aus kommt der Typ da. Für die Gefangene werden jederzeit auf Infektionsanzeichen untersucht. Hallo. Timisch. Sie kommen hier nicht durch. Ja, ja. Gehen Sie weiter. Dreh dich mal wieder um. Wenn ich heute deine Elixierration kaufe, das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Letzte Warnung. Aua. Ist ja gut. Verdammter Affe. Ich kann sie hier nicht durchlassen. Verstanden? Ja, ich will doch auch noch hinter dir. Zutritt nur für Gefängnispersonal. Keine Ausnahmen. Mann, was ist denn los auf einmal mit dem? Im Verhörzimmer wartet ein Blutbad. Dieser Bereich ist gesperrt. Weitergehen. Kann ich jetzt nicht mal mit ihm reden? Ja, dann muss ich das mal hier mit der Zeitverlangsamung benutzen. Einfach nur, damit der Penner sich nicht ständig zu mir umdreht. So, jetzt nur... Wow. Schnell hier durchgehen. Haben wir es doch noch geschafft, den Typen hier wegzubringen? Das Verhörzimmer zu betreten, bis der Repräsentant des Hauses bestätigt hat, dass es nicht durch Kennzeichen verwendet ist. So. Sehr schön. Ich finde es schön, dass die sich nicht wundern, warum Leute von ihnen verschwinden. Normalerweise würde man doch nach den Leuten suchen und so weiter. Hier ist es aber ganz anders. So, ich gehe mal weiter zum Du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Neue Nacht, neue Wacht. Warum patrouilliert denn hier keiner? Verhörzimmer, wollte ich sagen. Hallo. Der Orden hat sie nicht zum Nichtstun geschickt, Aufseher. Ich weiß. Deswegen nehme ich mir auch dein Geld.
So, die werden hier keinen Alarm mehr schlagen. Warum auch immer sie es tun sollten. Aber sie werden es nicht tun. Leichenbestatter. Du kannst dich etwas schneller bewegen, wenn du eine Leiche trägst. Ich hoffe nicht nur eine Leiche. Deswegen werden wir mal gucken. Ich mach mal die verstärkten Bolzen raus, weil wir die eigentlich sowieso nicht so richtig als sowas benutzen. Leichenbestatter. Zack. Ich frage mich halt gerade, wie wichtig oder unwichtig das hier ist. Mit dem Verhörzimmer. Wir werden da auf jeden Fall mal reingucken. Alter. Was ist hier passiert? Oh Gott, ey, das ist ja voll unheimlich. Das sieht nach Witchcraft aus, um ehrlich zu sein. Weil die Natur hier so richtig reingeschlagen hat. Denn keiner das Problem. Da hört mir irgendwie niemand zu. Ist egal. Das Verhörprotokoll werden wir uns auch noch anhören. Wie jetzt gleich auch. Die Rune nehmen wir mit. Brauchen wir. Wir nehmen die Barren mit. Wir brauchen das Geld. Verlegungsbefehl. Lieutenant Wright, der Hutmacher, den wir kürzlich eingeliefert haben, wollte gerade diese Beute im Kanal versenken, als wir ihn erwischten. Es scheint sich um den Kerl zu handeln, der vor ein paar Tagen Lord Brimsons Kutsche überfallen hat. Bis jetzt hat er seinen Komplizen noch nicht verraten, aber das wird er noch, wenn wir ihn uns im Verhörzimmer vorgeknöpft haben. Dokumentieren Sie alles und bringen Sie die Unterlagen zum Büro des Lordregenten und stellen Sie sicher, dass unterwegs nichts verloren geht. Sonst wird uns das den Kopf kosten, Ashfield. Und wieder was dazugelernt. Hier ist das Verhörungsprotokoll. Aha. Bridgemore Tonschlüssel. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns dann einfach mal auch anhören, was unserem Freund hier passiert ist. Wie das überhaupt hier passieren konnte. Ja, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden und der Sache auf den Grund gehen. Und natürlich uns dann hier nochmal ausgiebiger umschauen. Vor allem was den Eingang betrifft. Also gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye und passt vor ausschlagenden Bäumen auf.